Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Timeout, dem Teufelskanal der Roten Teufel Bad Nauheim. Es ist angerichtet, Spiel Nummer 7 im Playoff-Viertelfinale 2009-2010. Dienstag, 30. März, EC Bad Nauheim gegen die Star Bulls aus Rosenheim. Ja, es ist alles gesagt, 3:3 steht es in der Serie, jeweils einmal auswärts gewonnen und zweimal daheim. Und jetzt also der Heimvorteil beim EC Bad Nauheim, die ja am Ende der Punktrunde den 4. Platz belegten und Rosenheim den 5. Die Anspannung natürlich groß. Beide Teams wie am Sonntag, wie beim 5:2-Sieg der Rosenheimer. Und los geht es direkt ohne lange Vorrede. 2500 Fans in Köln im Nordstadion. Die Stimmung natürlich dementsprechend. Und wie schon in allen bisherigen Partien ging es auch gleich von der ersten Minute an richtig gut los. Mit offenem Visier. Zweite Minute, kleine Schrecksekunde. Stevens ist durch nach diesem langen Pass. Aber Markus Keller, er ja der große Rückhalt in diesen Playoffs. Er ganz sicher. Nächste Spielszene, dritte Minute. Jan Bartha mit dem ersten gefährlichen Schuss und Klaus Dalpiaz mit dem Schoner. Fünfte Minute, Strafzeit gegen Gottwald. Fred Carroll dirigiert seine Mannschaft. Breiter saß aber auch draußen, also 4 gegen 4. Und Rosenheim gefährlich vor das Tor gekommen. In den Rückraum versucht, die Lücke zu finden. Und da ist es passiert. Der Bad Nauheimer war zurück, also sogar ein Shorthander. Sechste Minute, das 0:1 durch Mitch Stevens nach Vorlage von Rona. Also genau in den Slot. Und Bad Nauheim wollte gleich antworten. Bisher war es ja so, wer das erste Tor geschossen hat in dieser Serie, der hat am Ende das Eis als Sieger verlassen. Zuletzt mussten die Nauheimer lange einem Rückstand hinterherlaufen. Und jetzt also eine Umdrehung der Uhr weiter. Diese Möglichkeit umfasst der Ausgleich. 5 gegen 3 Powerplay, nachdem auch noch Höck draußen saß. Immer noch nicht die Szene bereinigt für die Star Bulls. Lenny Gehr auf Chris Eid, der wieder auf Gehr, der sucht den Anspielpartner. Jetzt findet er ihn drüben in Tobi Schwab. Und er zieht ab, da ist es passiert, 1:1 Ausgleich, 90 Sekunden nach dem 0:1, also das Tor für die Roten Teufel. Nochmal aus einer anderen Perspektive, sehr schön, wie Lenny Gehr hier die Anspielstation sucht und findet, und da ist er drin. 1:1, natürlich großer Jubel bei den Fans im Köln-Nalt-Stadion, und dass man sofort auch dem Rückstand hier geantwortet hat und dementsprechend nicht lange einem Tor hinterherlaufen muss. In Rosenheim waren es ja sogar 2, da lag man 0:2 hinten, kam nochmal zurück, am Ende verloren. Und jetzt also sofort geantwortet und die Fans natürlich völlig zufrieden. Pickepacke voll, das Köln-Nord-Stadion. Vor allem die Fankurve. Und der EC machte weiter Gas, wieder die Formation um Sven Breiter, der ja so zur Reizfigur geworden ist bei den Rosenheimern. Aber das gehört in den Playoffs natürlich auch dazu. Nächste Szene, Lenny Gehr und Dalpiaz in stoischer Ruhe. Der Österreicher mit seiner ganzen Erfahrung. 8. Spielminute, Dennis Cardona draußen in der Kühlbox. Wieder Powerplay für die Rosenheimer, Möglichkeit wieder vorzulegen. Aber da wurde gefightet in der Abwehr, sich in die Schüsse reingeworfen und die Scheibe immer wieder rausgebracht. Man überstand diese Situation. Wenn Rosenheim natürlich viel Druck machte und es sind immer wieder die Schlüsselspieler auf beiden Seiten, ob das ein Lenny Gehr, ein Tobi Schwab oder ein Ron Newhook oder ein Mitch Stevens ist und vor allen Dingen ein Markus Keller, wieder mit einer glänzenden Leistung zwischen den Pfosten der Roten Teufel. Und wie in der ganzen Serie ein enges Spiel, viel Kampf an der Bande, nicht umsonst diese Serie mit 3:3 Spielen steht es so eng, eine Serie auf Augenhöhe, ganz schwer durchzukommen, beide Mannschaften gut gestaffelt, vielleicht sogar ein vorweggenommenes Endspiel. Aber wer sich leider in diesem Spiel immer wieder in Szene setzen sollte, war der Unparteiische. Hier schon ein Zweikampf an der Bande und dann gleich die nächste Szene, Kevin Richardson gegen Mario Andres. Da ließ der Schiri laufen, das war aus unserer Sicht hier ein ganz klarer, unkorrekter Körperangriff und ein Revanche-Foul. Aber der Unparteiische ließ es laufen. Zuerst also mit Kleinigkeiten eher an der Pfeife und dann ließ er solche Szenen laufen. Und vor allen Dingen waren es auch Szenen, die vielleicht am Ende mitspielentscheidend waren. Wie auch immer, dann diese Situation ein Pass. Da ist Tobi Schwab ganz klar vor der blauen bzw. hinter der roten noch an der Scheibe und da wird Icing gepfiffen. Also das waren jetzt Entscheidungen, die man halt nicht so ganz nachvollziehen konnte. Die Fans natürlich auch nicht und auch Fred Carroll nicht. Er diskutierte und bekommt hier sogar eine Verwarnung von Schiedsrichter Brill. Also das war unnötig und dann noch eine Strafe sogar gegen die Roten Teufel. Sekunden vor Ende des ersten Abschnitts mit 1:1 ging es also erstmal in die Kabine.
Rosenheim also mit einem Powerplay in den zweiten Abschnitt. Und für sie also die Gelegenheit, abermals vorzulegen. Paderhuber kommt nicht durch. Sehr schön geblockt sein Schuss Mitch Stevens. Da war Markus Keller sogar die Sicht verdeckt, aber der junge Mann mit tollen Reaktionen überhaupt in diesem zweiten Abschnitt, da sollte er sich gänzlich in den Vordergrund spielen. Aber erst nochmal Bad Nauheim, nachdem sie wieder komplett war mit Tobi Schwab. Und gleich wieder auf Sven Breiter, die Reizfigur also dieses Viertelfinals. Es war und blieb weiterhin eine enge Partie. Beide belauerten sich förmlich, warteten auf den entscheidenden, möglicherweise entscheidenden Fehler des Gegners. Jetzt mal eine Szene für Bad Nauheim. Auch am Tor von Klaus Dalpiaz vorbei. Ja, vielleicht diese eine Schlüsselszene und mit dem Tor im Rücken den Rest des Spiels verteidigen. Nochmal Stevens und ein Fangernzeh von Markus Keller. Überhaupt kein Problem für den Schlussmann der Roten Teufel. Tobi Schwab mal hinterher und Klaus Dalpiaz also zur Stelle. Ja, es blieb spannend bei diesem Spielstand, aber dann Mitte des zweiten Abschnitts. Rosenheim wurde stärker, Bad Nauheim bekam die Scheibe nicht mehr richtig aus dem Drittel raus. Man hatte das Gefühl, dass Rosenheim möglicherweise doch etwas mehr Kraftreserven zur Verfügung hatte nach dieser langen Serie. Alle zwei Tage ein Spiel und dann natürlich auch noch die Reisestrapazen. Ist ja nicht gerade um die Ecke. Und dann kam noch diese Szene dazu. Dennis Cardona, 30. Minute. Eigentlich ein Zweikampf, wie er so oft vorkommt. Und der Arm des Schiedsrichters, es hatte noch ein bisschen gedauert, bis der Arm nach oben ging. Vielleicht sogar auf Zuruf, wie auch immer. Und dazu sogar noch Sven Breiter mit zwei Strafminuten. Also wir schimpfen ja nicht so gerne und so häufig über die Schiedsrichter, aber da muss man sagen, in einer solchen Partie muss man einfach mehr Fingerspitzengefühl beweisen, weil 5 gegen 3 Powerplay für 2 Minuten gegen den Gegner, der ohnehin etwas stärker zu sein schien in diesem zweiten Abschnitt. Und vor allen Dingen waren es auch jetzt keine brutalen Fouls und er also schickte 2 Bad Nauheimer raus und im Anschluss dann wieder wurde gar nichts gepfiffen. Also das war schon ein bisschen merkwürdig, was da passierte, aber man hatte ja auch noch hinten einen Markus Keller im Kasten. Es entwickelte sich in diesen 2 Minuten immer mehr eine Partie der EC Markus Keller gegen die Star Bulls Rosenheim. Was er rausholte in dieser Szene und in diesen Situationen, das war schon unglaublich, brachte die Star Bulls zur Verzweiflung, wie auch schon in den ganzen Spielen in dieser Serie. Tolle Reflexe gegen Paderhuber, gegen Mitch Stevens, die üblichen Verdächtigen natürlich auf dem Feld. Und auch diesen Nachschuss konnte er halten. Und dann Chris Eid bringt die Scheibe raus. Erstmal ein bisschen Verschnaufpause. Aber gleich wieder natürlich vor dem Kasten. Vielleicht die entscheidende Szene in diesem Spiel. Aber wieder Keller wird bedrängt. Und dann sind die 2 Minuten überstanden. Das hatte aber natürlich nochmal zusätzlich Kraft gekostet. Aber der EC war jetzt wieder komplett und zog gleich seinerseits mal vor das Tor. Und da blieb der Arm unten vom Referee. Aber was sollen wir uns jetzt weiter beschweren? Man sieht es ja selber, wir brauchen dazu nichts mehr sagen. Und auch hier nochmal Schopf gegen Keller. Das ist auch unnötig. Und dass dann die Teamkollegen zur Stelle kommen, um den Goalie zu schützen, das ist auch ganz normal und nur zu verständlich. Hier ein, aus unserer Sicht, möglicherweise Torraum abseits. Wird weiter gespielt und dann liegt sogar ein Nauheimer auf dem Boden. Das kann gefährlich werden nach diesem Schuss von Dylan Stanley. Wenn die Scheibe falsch irgendwo ankommt, dann mal Manuel Weibler und gleich wieder Sven Breiter wird auf jeden Fall hier gestoßen, fällt und der Schiedsrichter, man hat ihm vielleicht vorher gesagt, die 91, da musste besonders aufpassen. Man hat ja aus Bayern gesagt, er hätte die Fallsucht, aber hier konnten wir das jetzt nicht nachvollziehen, denn ein Kontakt war da auf jeden Fall da. Wie auch immer, Rosenheim war in diesem Drittel stärker, hatte die Riesenmöglichkeiten, den Sack schon vorzeitig zuzumachen, aber wieder Keller, Hanselko eine Riesenmöglichkeit. Das hätte eigentlich das zweite Tor sein müssen, aber weiterhin unentschieden. Es blieb also spannend und Bad Nauheim kam gegen Ende des Drittels nochmal besser auf, kam zu ein paar Szenen, Bulli gewinnen und gleich drauf auf Dalpiaz. Also auch der Österreicher voll im Spiel, nur im ersten Spiel beim 7:1 hier in Bad Nauheim. Exakt vor 2 Wochen, da war der ehemalige Rote Teufel nicht auf dem Posten. Aber in den übrigen Partien, da war er der große Rückhalt für seine Mannschaft, für seine Star Wars. Hatte weniger zu tun als Markus Keller.
Aber wenn er gebraucht wurde, dann war er da, auch gegen Ende hier dieses zweiten Abschnitts. Nochmal Dylan Stanley mit seinem altbewährten Handgelenkstrick und wieder Keller. Der junge Mann, 20 Jahre alt, der wird eine große Karriere hinlegen, das dürfte jetzt schon feststehen.